Guten Tag, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tiny Tinas Wonderlands. Wir machen jetzt hier weiter, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal. Und ja, in der letzten Folge haben wir ganz zuletzt oftmals immer wieder und immer wieder dieses eine Ritual gemacht. Das habe ich dann nach dem Ende der letzten Folge noch ein paar Mal weitergemacht bis zum letzten Stufenaufstieg. Und ich habe dann noch eine goldene Waffe bekommen. Also die ihr jetzt hier gerade in meiner Hand seht. Die ist zwar nicht so stark, aber ich habe die trotzdem ausgerüstet. Einfach weil wir bisher noch keine goldene hatten. Hier in Wonderlands. Allein deswegen schon habe ich die ausgerüstet. So, jetzt geht die kurz hier hoch. Okay, das Ding ist nicht so gut. Wie sieht es hier aus? Ja, das nehmen wir mal mit. Zauber sind geladen. Gut. Was wird die Herzen meiner Feinde mit Grauen erfüllen? Hilfe. Das kann ich gut gebrauchen. Wer ist jetzt hier der Alpha? Düngst du wieder die Felder? Sehr schön. Immer weg mit euch. Weiter geht's. Keine Energie mehr. Oben lang. Sehr gut. Jetzt machen wir hier unten hin. So, dort ist wo das Relikt schon. So wie es scheint. Ah nein, hier geht's dann hinten noch weiter. Alles klar. Gut, dann hole ich mir erstmal hier fix die Munition noch. Sehr schön. Und jetzt drauf hier auf die Skelette. Zack. Bam. Schön. Zack. Wieder einer weg. Eine neue Ladung Feiglinge zum Töten. So, jetzt noch den hier komplett wegmachen. Sehr schön, alle weggemacht. So, wie sich das Gehirn tut hier. Hey, wo schießt denn dort hinten noch einer? Ah, hier, hinter dem Stein ist noch einer. Action. Schön, dich kennenzulernen. Bam. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Das alles mitnehmen. Was haben wir hier für einen Schalter? Okay, das Ding ist noch gesperrt. Vorerst zumindest noch. Das kann sich natürlich dann auch gleich noch ändern. So, da drauf erstmal. Hep. Jetzt hier rüber. Einmal hier in die Box schauen, was da drin ist. Ui, ein richtig starker neuer Raketenwerfer. Okay, wo ist hier mein Alter? Dann schmeißen wir den erstmal weg. Den ich zuvor noch hatte hier. Ja, das ist er. Und dann nehmen wir jetzt den neuen hier mit. Mal sehen, ob ich ihn dann gleich ausrüste. Wäre eigentlich nicht schlecht. Ich wollte aber eigentlich schon noch ein bisschen die goldene Waffe hier nehmen. Ja, dann tue ich die goldene erstmal wieder weg. Aber ich werde sie trotzdem nochmal nehmen. Verkaufen werde ich sie, denke ich, auf jeden Fall nicht. Gut, Raketenwerfer, wo bist du? Wo ist denn der jetzt? Das ist auch ja gut. Habe ihn ausgerüstet. Oder ist das gar keiner? Doch, das ist einer. Ja, der ist ordentlich stark. Der haut schön ordentlich rein. Was ist hier hinten für ein Weg? Ah, da kommt man das gar nicht rein, oder? Ja, doch, sieht so aus, als ob man da noch hinkommen kann. Ich lass mal weg mit denen hier.
Erstmal weg mit denen hier. So soll das also laufen. Gut, drauf da. Hier brecht die Hölle los. Bam, nimm das. Frostbrand. Ich brauche mehr Magie. Sehr schön. Ja, und was mich auf jeden Fall freuen tut, ist, dass wir so eine schöne hohe Goldanzahl jetzt aktuell uns hier so zusammengesammelt haben. Aber nun gut. Wenn man jetzt drauf geht, verliert man auch viel mehr als sonst. Ich bin durch ihr Heiligtum gezogen und habe den dunklen Gott getötet, der dort wohnte. Ich habe hier schon einiges Gerede über Helden gehört. Und das meiste stammt zugegeben von anderen Nekromanten. Aber langsam verstehe ich, wieso ihr einen solchen Ruf habt. Hier ist was faul. Ben, nimm das. Oh, noch mehr. Oh, richtig. Fall um. Schießen braucht man Munition. What? Ich fall runter. Ah, ja. Ja. Er hat mich einfach zurückgestoßen. Tja, kann passieren. Wo sind wir denn jetzt hier? Gut, immerhin nicht so weit weg. Trotzdem schade ist es zwar, aber nicht so schlimm. Ich meine, man muss ja auch nicht nochmal gegen die ganzen Gegner nochmal neu kämpfen. Man kann jetzt einfach wieder dorthin laufen, wo man vorher war. Das ist eigentlich recht angenehm. So. Hier oben war ich zuletzt. Hey, was machst du denn hier noch? Habe ich dich vergessen vorhin. Zack, da bist du jetzt halt dran. Zauberslots sind bereit. Die Energie ist leer. Ja, so langsam tut mir gefühlt hier der Finger weh. Durch das ganze Drücken hier bei der Waffe gerade. Weil die ja leider kein Schnellfeuer hat. Aber nun gut. Machen wir mal weiter. Ja, komm. Jawohl. Dort einmal drauf. So. Bogen. Was für eine Sammlung. Dafür gibt es heute Abend ein extra Leckerli. Hier nimm das. Wieder welche weg. Na gut, was haben wir hier? Ah, das ist noch gesperrt, okay. Lass mal alle Feinde wegmachen. Finde ihn und brech ihn auf. Werde ich ermordet. Grabeskälte. Hey, da unten kommen ja noch mehr Feinde. Wie viele kommen denn hier in diesem Gelände noch? Das ist ein Badass-Feind. Okay, Bogen drauf, so. Ui, eine Entdeckung hier. Hier rüber, let's go, so. Die Magie ist verbraucht. Ich kann es kaum erwarten, mit Zaubern auf mich zu werfen. Weg, sehr schön.
Oh, wo befinde ich mich denn jetzt hier? Ich soll davor wieder in die Richtung. Was ist denn dort vorne? Ah, hier. Hier soll ich nach oben. Okay. Das sollte mein Ziel sein, oder? Na, ich mach mal kurz hier hoch. Jawohl. Sammelobjekt auch nochmal hier. Hast du meine Spitzhacke gestohlen? Gut, ich muss was anderes dafür wegschmeißen kurz. Nehmen wir das. Nein, Vinkus der Grausame. Ich weiß nicht, wo. Und das. Wo sie ist. Aber du hältst sie gerade in der Hand. Da ist mein Zahnabdruck am Griff. Und das pinke Band, das ich von der Leiche des Bonbonmachers habe. Wenn du das doch weißt, Vinkus der Grausame. Wieso fragst du mich dann überhaupt? Warum schlägst du mich nicht einfach nieder, verstreust meine Knochen und nimmst deine Spitzhacke? Ah, geht's jetzt hier um mich oder was? Nein, es geht um dich. Und um die Arbeitsbedingungen, die immer schwerer werden, weil du nicht mit deinen Arbeitskollegen sprichst. Und jetzt entschuldige mich. Ich muss in die Mine. Schönen Tag noch. Eisiger Tod. Gut, da muss das Relikt jetzt hier in der Mine drin sein. Die Energie ist leer. Erlegt, wir kommen. Ja, sobald ich mich hier weiter durchgekämpft habe. Ja, du, deine spröden Knochen, die machen nicht alle weg. Los, fall schön um. Klar, das Relikt geht nicht. Müssen wir mal weiter. Da hinten ist das nächste. Das hier? Ich hab mal eine Narzisse wieder erweckt. Ist später eingegangen, aber das war nicht meine Schuld. Zu schwach. Also ist keines dieser Relikte gut genug? Keins der Relikte, die du siehst. Finde das versteckte Relikt. Alles klar. Mal sehen, was das ist. Verstecktes Relikt, wo bist du? Ich komme, egal wo du auch bist. Da drüben. Ui, davor gehen wir erstmal da drüben noch hin. Ja, erstmal da drüber noch zwischenschnell. Sehr schön. Du Glückspilz. Nein, ist ja was Starkes dabei? Nee. Leider nicht. So, immerhin ist mein Raketenwerfer erstmal wieder nachgeladen. Schnell die Lootkiste hier holen. Ja,
das Zeug lohnt sich eh nicht. Dann weiter. Hier ein Dolch. Das ist das Relikt. Vergiss es! Nichts da! Du kriegst diese Magie nicht! Bist du dir sicher mit dem hier? Oh ja! Das Teil hat echt viel Reliktenergie. Das wird total nützlich für uns sein. Verpiss dich! Okay. Wir müssen jetzt nur seine Energie in den Kiefer kanalisieren. Ich habe vorn draußen einen Akan im Fokus. Da müssen wir hin. So, da ist der Akane-Fokus. Dann war drauf damit. Aber erstmal hier rüber. Weiter draußen, als ich ihn zurückgelassen habe. Ist wohl mit einigen der anderen schwebenden Plattformen abgebrochen. Was habe ich dir zu essen gegeben? Sollte ich dir was zu essen geben? Rast, Dolch! Und los! Zack, hier drauf. Los, die machen wir noch fix weg. Könnte ein spannender Kampf werden. Los, stopft ab. Gut, dann lassen wir die einfach mal dort in Ruhe. Jetzt braucht die Seelenenergie noch einen Körper als Leiter. Also musst du das machen. Platziere das Relikt, dann fangen wir an. Um so viel Seelenenergie zu kanalisieren, müssen mehr mithelfen. Oder es kann katastrophal enden. Sprecht mir nach. Rabu, Burrata, Pesto! Rabu, Burrata, Pesto! Rabu, Burrata, Pesto! Rabu! Der Skelettlift untotet wieder. Da ist er, der Skelettlift. Betreibt da Nekromantie. Skelette sind mein Markenzeichen. Dann steigen wir mal ein. Zeit, meinen schönen Körper zurückzuholen. Willkommen in meiner Junggesellenbude. Ja, sieht schön hier oben aus. Der Körper des Hastards schwebt über einer ziemlich offensichtlichen Boss-Arena. Ja, das ist wahr. Gut. Dann tue ich mal noch davor hier oben lieber noch hingehen, bei den Verkaufsautomaten und so. Zack, einmal hier alles an Schrott verkaufen. Das Ding hier wäre nicht verkehrt, aber ist auch sehr, sehr teuer. Aber wir holen uns das mal. So. Gut. Jetzt gucke ich hier nochmal weiter. Waffentechnisch gibt es da was Interessantes. Vielleicht eine starke Schrotflinte. Moment, wo ist meine aktuell ausgerüstete? Das war. Wie war das denn? Die hier. Ja, die wäre hier nur um 4 Nummern besser. Gut. Dann lass uns weiterziehen. Obwohl, ich würde sagen, Leute, wir machen hier an dieser Stelle Schluss. Und nächste Folge machen wir dann weiter da drüben mit dem Bosskampf. Schaltet da gerne wieder ein.
und lasst jetzt hier gerne zum Abschluss einen Daumen nach oben da. Tschüssi.